Eine sollte vorerst mal reichen. Genau, die bauen wir uns jetzt auch gleich. Holz. Und ein Kabel. Badbox. Ich sollte mir vielleicht auch gleich noch ein bisschen Kabel machen. Und ich brauche noch eine Wrench. 1, 2, 3. Dafür brauchen wir aber Bronze. War das nicht mit Bronze? Ja, yep, das war mit Bronze. Wir werden aber trotzdem jetzt erstmal das Zeug aufstellen und ich werde es dann auch noch umsetzen. So, einmal einen Generator bitte. Das ist der hier. Als nächstes kommt die Badbox. Der Ausgang ist vorne. Das soll mich jetzt nicht weiter stören. Dann kommt der Maserator und der Iron Furnace. Kabel. Zack. Müssen wir halt vorerst mal... Ah, ich brauche kein Iron Furnace, ich brauche ein Electric Furnace, ne? Da war ja was. Aber wir können hier schon mal keine Kohle reinschmeißen, da wir keine dabei haben. So, nehmen wir uns mal ein bisschen Kohle mit. Damit die Badbox mal voll wird. So, Furnace. Wir brauchen ja den Electric Furnace und dafür war auch der. Aber dafür brauchen wir den Iron Furnace. Das passt schon so. So, Iron Furnace, zweimal Redstone und den Electronic Circuit. Deshalb habe ich den wahrscheinlich gebaut. Der ist hier drin und rein damit. Und da haben wir unseren Electric Furnace. Perfekt. So, wir schmeißen hier gleich mal die Kohle rein. Die Badbox füllt sich. Dann noch den Electric Furnace hier hinstellen. Zack. Und gleich mal anfangen, hier Erz reinzuschmeißen. Wenn wir denn welches dabei hätten. Am besten nehmen wir uns mit Gold. Haben wir nicht noch irgendwo ein bisschen Eisenerz gehabt? Ne, das haben wir reingeschmissen in den Ofen. Das war dieses hier. Und dann könnten wir doch gleich mal anfangen, hier das Gold zu brennen. Das brauchen wir mit Sicherheit auch noch ein Kupfer. Wartet mal, wir könnten aus dem Kupfer gleich was machen. Und haben wir noch Zinn? Rohes Zinnohr? Nö. Aber wir haben hier noch welches. Das geht auch. Normalerweise. Es brummt vor sich hin. Ach, ist das schön. So viel brauche ich da, glaube ich, gar nicht. Jawohl. Wir lassen es mal vorsichtshalber drinnen. So, derweil das hier durchläuft, würde ich gerne noch was anderes machen. Und zwar, wir haben ja unter dem Vulkan den Mob-Spawner. Mit dem würde ich jetzt im Moment schon gleich was machen, dass ich den so als kleine XP-Farm benutze. Der wird zwar noch umgebaut, aber vorab möchte ich da mal ein bisschen was probieren. Ich brauche zum einen Eimer. Zwei Stück. Der Dreck kann mal hier bleiben. Bleiben. Dann Eimer. Ich brauche Schilder. Ich brauche Schilder. Zum einen brauche ich jetzt erstmal ein paar Sticks. 8 Schilder sollten reichen. Eigentlich reichen auch 4. Ich mache mir mal. 6 Schilder. Ups! Da kommen ja immer 3 raus. Ja, das waren dann doch ein bisschen viele. So wollte ich nicht, okay. Aber die Schilder brauchen wir sowieso irgendwann nochmal. So.
Ab zum Mobspawner. Da muss ich mir auch noch einen kleinen Weg, eine Straße hintermachen. Du warst hier unten, ne? Mobspawner? Mobspawner? Ach Moment, der war ja hier. Ich verstehe schon. Der war ja hier unten. Fucking, ich brauche mal fucking. Dann einmal den hier aufmachen. Wir werden das ganze Ding noch ein bisschen mehr ausleuchten, dass im Moment jetzt wirklich gar nichts spawnt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde gerne einmal hier ein bisschen tiefer gehen. Und zwar um zwei Felder. Spitzhacke wird auch gleich kaputt gehen. Das ist jetzt wirklich nur eine kleine Notlösung, die ich hier baue. Wie gesagt, ich wollte das Ganze ja mit Turtles machen, die automatisch hier die Zombies töten und quasi dann eventuell auch gleich Bücher verzaubern. Also ich muss gucken, ob das hier auch in Take It Light geht. Aber normalerweise schon, Turtle ist eine Turtle. Von daher abwarten, ne? Testen. So. Zack, 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 zack. So, als nächstes das hier weg. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, eine Reihe muss ich noch. Gleich ist die Spitzhacke kaputt. So, mitnehmen. Ich brauche mal schnell einmal Wasser. So. Also ist ja schon wieder Nacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rein da in die gute Stube und pennen. Und ich würde fast sagen, wir machen uns gleich noch mal eine Dia-Hacke. Warum? Einfach so. So, Diamanten habe ich noch. Ich brauche noch einen Stick. Und drei Dias. Das heißt, wir haben nur noch einen. Und was wir natürlich nochmal gleich machen könnten, wir könnten gleich unsere Erze hier anbauen, von denen wir Erfahrung bekommen. Denn dann könnte ich die Spitzhacke gleich nochmal verzaubern. So, erstmal die hier noch schön kaputt machen, Level 25. Also die Dinger, die geben hier richtig gute Erfahrung, ne? So, dann fangen wir mal weiter an mit Nikolait. So. Es ist ein bisschen viel. So. Wir dürften eigentlich gleich Level 30 haben, wenn das so weitergeht. Plup, plup, plup. Also die Spitzhacke hält ja hier noch einiges her, muss ich ja sagen. Ah, da ist sie down. So, aber das hat nichts zu sagen, denn wir machen hier einfach mal weiter mit der neuen.
Klar, die ist dann schon ein bisschen gebraucht, aber das sollte nicht so tragisch sein. So, zwei Reihen noch. Ja, das könnte knapp werden mit Level 30. Mal wieder ein bisschen was abladen hier. Moment, das ist Ferrous Ore, Silber, Lead Ore, Tungsten. Dann Nikolite reinschmeißen. Was haben wir zuvor abgebaut? Ne, die Saphire. Das Eisen können wir mal da lassen. Quarzkristalle, die kann ich auch noch anbauen. Das Gold nicht. Lapis Lazuli, Redstone, war das Redstone? Ja. Grüne Saphire, boah, so viel Kohle. Wir kriegen doch noch Level 30 zusammen. Müsste alleine schon, denke ich hier, mit dem und eventuell mit den Edelsteinen klappen. Schon wieder voll. Nett. Kann man hier nicht das Zeug verkommen lassen? 1, 2, 3, 4. Das gibt keine Erfahrung. Aber das hier. Das reicht immer noch nicht ganz. Vielleicht mit Redstone. Yep. So, neue Verzauberung auf die Spitzhacke. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ah, und ich bräuchte mal, Unbreaking Glück 2. Ich glaube es nicht, ne? Haben wir jetzt wirklich eine Glücksspitzhacke? Was passiert denn eigentlich jetzt, wenn ich die Glücksspitzhacke hier reinschmeiße? Unbreaking 3, Effizienz 4, Fortune 2. Effizienz 5? Ach komm, das machen wir jetzt. Ach nee, das kostet ja 29, das machen wir nicht. So, ja. Eine Fortune-Spitzhacke, eine Glücksspitzhacke. Das ist ja mal richtig gut. So, wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen Wasser. Und ich sollte vielleicht mal, dass ich hier die ganze Zeit, ich muss mir jetzt dann unbedingt bald eine Tasche herstellen. Unbedingt eine Tasche muss her. Denn ich laufe hier nur mit vollem Inventar rum. Moment. Wir könnten eigentlich gleich das Gold unten reinschmeißen. Wo habe ich denn das jetzt hingeschmissen? Gold. Weil was mich jetzt ja interessieren würde, ist, bekomme ich da jetzt dann überhaupt noch Erfahrung? Hier nicht. Aber hier müsste ich dann doch eigentlich Erfahrung kriegen. Die Frage ist nur, wenn ich das Ganze dann automatisch machen lasse, kriege ich da dann überhaupt noch Erfahrung aus dem Ganzen? Eine gute Frage. Das werden wir dann sehen. Oder ob man hier, wisst ihr, ob man hier in Ticket Light irgendwie die Erfahrung auffangen kann oder so? Gerade bei so einem automatischen Crafting-System? Das wäre echt mal interessant zu wissen. So, zack, zack. Muss ich hier wirklich... Moment mal, normalerweise reicht doch hier eine 2 auf 2, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Nö, nicht wirklich. Okay, ich habe schon verstanden. Wir gehen nochmal schnell.